Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch einschaltet. Frohe Weihnachten. Bestimmt habt ihr es euch zu Hause gemütlich gemacht. Ich habe hier in der Kirche die Kerzen angezündet, den Weihnachtsbaum angemacht. So ist es stimmungsvoll. Aber ihr fehlt halt. So ist es dieses Jahr. Und trotzdem feiern wir Weihnachten. Feiern wir, dass Jesus geboren ist, dass Gottes Liebe zur Welt kommt. Und zwar im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, jetzt ist Weihnachten da. Und es ist anders als all die Jahre davor. Wir bitten dich, lass es Weihnachten werden in unseren Herzen. Weck unsere Freude an dem, was ist. An den Lichtern, an der Musik, an den Geschenken und an dem Kind in der Krippe. Amen. Damals gewesen ist. Das erzählt uns dieses Jahr einer, der sonst nur stiller Beobachter ist von oben, der Stern von Bethlehem. Schön, dass ihr da seid, ihr Großen und Kleinen, Männer und Frauen, um an diesem besonderen Tag wieder das Krippenspiel anzuschauen. Heute will ich euch die Geschichte mal aus meiner Sicht erzählen. Hirten und Schafe, bitte entschuldigt, dieses Jahr werde ich euch den großen Auftritt stehlen. Noch nie zuvor bin ich zu Wort gekommen. Dabei möchte ich es doch so gern, denn ich war live dabei in Bethlehem. Ich bin nämlich der Weihnachtsstern. Diese Nacht damals war so dunkel, ich weiß es noch ganz genau. Ich konnte sie von hier oben kaum sehen, den Mann und die hochschwangere Frau. Ganz langsam gingen sie die holprige Straße entlang. Maria, bitte halte durch. Josef, ich kann nicht mehr lange gehen. Mir ist so kalt, es ist dunkel. Nicht einmal die Sterne sind zu sehen. Die beiden taten mir so leid und ich begann zu strahlen. Mit all meiner Macht warf mein Licht auf den Weg vor ihnen und verdrängte ein Stück von der finsteren Nacht. Maria, schau, die Sterne waren nur hinter den Wolken versteckt. Und dort in der Ferne habe ich auch schon die Lichter der Stadt entdeckt. Die beiden gingen schnell. Endlich war Bethlehem in Sicht. Auch ich strahlte noch ein bisschen heller und schenkte ihnen mein schönstes Licht. Josef, endlich sind wir angekommen. Hoffentlich finden wir noch ein Zimmer. Ich muss mich ausruhen. Hunger und Müdigkeit werden immer schlimmer. Und ich spür's, das Kind kommt auch bald zur Welt. Hoffentlich nicht zwischen Sträuchern und Bäumen hier draußen, mitten auf dem Feld. Nein, Maria,
Es gibt so viele Gasthäuser in der Stadt. Wir müssen nur fragen, wer für uns noch ein kleines Zimmer übrig hat. Schau, da drüben, Gasthof Goldener Schwan. Da fragen wir zuerst. Komm, ich klopfe an. Was klopft ihr so spät? Ist das denn zu fassen? Seid ihr beide von allen guten Geistern verlassen? Lieber Wirt, bitte entschuldige unsere späte Störung. Wir suchen ein Zimmer. Wisst ihr, wir sind hier wegen der Zählung. Ein Zimmer? Jetzt noch um diese Zeit? Alles besetzt, zieht weiter, es tut mir leid. Komm, Maria, beim nächsten haben wir Glück. Lass uns weitergehen, wenigstens noch ein kleines Stück. Ach, die beiden, ich hatte es ja kommen sehen. Hoffentlich finden sie bald einen Platz. Die Frau ist zu müde, kann kaum noch stehen. Gasthaus zur Sonne, das hört sich gut an. Bitte, Josef, geh hin und klopf an. Ihr beiden, was kann ich für euch tun? Wollt mich gerade hinlegen, um endlich von der Arbeit auszuruhen. Lieber Wirt, wir suchen einen Platz für die Nacht, an ein kleines Zimmer. Ein Bett hätten wir gedacht. Ein Zimmer? Ein Bett um diese Zeit? Legt euch in den Stall, ruht aus, euer Weg war sicher weit. Das ist sehr freundlich von euch. Wir danken, lieber Mann. Im Stall ist's warm und trocken, ein Ort, an dem man gut schlafen kann. Wie freute ich mich für die zwei. Endlich hatten sie einen Platz gefunden. Ich wusste ja nicht, dass ich in dieser Nacht noch ein viel größeres Wunder würde bekunden. So stand ich weiter am Himmel, direkt über dem Stall. Eine seltsame Kraft ging davon aus, reichte bis zu mir hoch ins weite All. In dieser Nacht gebar Maria ihr Kind. Sie wickelte es in Windeln und legte es in die Krippe, direkt neben Schaf, Esel und Rind. Es war das Schönste, das ich jemals sah. Wärme und Güte strahlte es aus, goldener Glanz lag auf seinem Haar. Unten am Stall fanden sie auch schon die ersten Gratulanten ein. Ich dachte mir noch, müssen das ausgerechnet die Hirten sein? Wir kommen, um den neuen König zu sehen. Ein Engel erschien uns und sagte, wir sollen zu dem Stall hier gehen. Erst konnten wir nicht glauben, dass wir hier richtig sind, doch dann sahen wir hier in der Krippe liegen, dieses wunderschöne Kind. Genauso hat's uns der Engel beschrieben, in einer Krippe, in Windeln gewickelt, wird der neue König liegen. Wir haben keine Geschenke, kein Gold, kein Silber und kein Erz. Alles, was wir ihm schenken können, ist unsere Liebe, unser Herz. Ich konnte es kaum glauben. Das konnte doch nicht sein. Der neue König war geboren und das unter meinem Schein. Ich strahlte noch viel heller, überstrahlte Stadt und Land, damit jeder, der zum Kind wollte, den Weg dorthin auch fand. Und tatsächlich kam Besuch, gekleidet in feinstem Gewand. Es waren Könige aus dem Morgenland. Unser Weg war weit, denn wir kommen von fern. Wir sind schon lang unterwegs, folgten immer dem Stern. Weise aus dem Morgenland nennt man uns auch. Wir bringen Gold, Weihrauch und Zweige vom Myrrhestrauch. Wir werden der Welt verkünden, dass heute ein Wunder geschehen ist. Der Welt erschien ihr Retter, der Heiland, Jesu Christ. Jetzt wisst ihr, was in der heiligen Nacht geschah. Gottes Sohn kam auf die Erde, die Verheißung wurde wahr.
Für jeden ist er gekommen, ob reich, arm, groß oder klein. Seine Arme sind offen für alle. Geht und lauft ruhig hinein. Er ist einer von euch, kein König mit Gold und Palast. Und wenn ihr müde seid vom Leben, kommt zu ihm, macht bei ihm Rast. Jedem Einzelnen ist er erschienen, denn er hat euch unendlich gern. Glaubt mir, wenn ich's euch sage, ich bin nämlich der Weihnachtsstern. Nehmt was mit von seiner Liebe, seiner Güte, seinem Licht. Geht jetzt heim in euer Leben, seid fröhlich und fürchtet euch nicht. Wir kommen mit unseren Bitten vor Gott. Großer Gott, an Weihnachten liegst du in der Krippe als Kind. Du teilst unser Leben und zeigst, dass du dich bewegen lässt von dem, was uns bewegt. Wir denken heute an die Kinder und wünschen uns, dass sie ein frohes Weihnachtsfest feiern. Wir bitten dich für die, denen es an Notwendigem fehlt. Wir denken heute an die Menschen, die wie Maria und Josef die Nacht im Freien verbringen, die unbehaust sind. Wir denken an die Menschen, die heute Abend Dienst tun, im Krankenhaus, bei der Polizei, in Pflegeheimen, in Bereitschaftsdiensten. Wir denken an die Menschen, die heute nicht fröhlich feiern können, die in einem Krankenhausbett liegen, die in Quarantäne sind, die einsam sind, die trauern. Für uns alle kommst du auf die Welt, damit dein Stern in unser Leben leuchtet und unsere Herzen wärmt. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.